Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit Piccolina. Ich bin hier immer noch mit Munifasa unterwegs, dem Zwergenpriester. Und wir haben es jetzt mittlerweile von den Murlocs weggeschafft. Also scheinbar hat er jetzt alle Flossen, weil, wie gesagt, ich sehe nichts. Wenn er Questi hätte, würde ich auch was sehen. Das wäre voll toll. Hat aber nicht. Leider. Na gut. Ja, wir sind jetzt hier dabei, die Krokis kaputt zu machen. Boah, laut Reichweite. Ja. Die Jungen suche ich. Ah, okay. Drum habe ich da vorher mit meinem Dings hier nicht bekommen. Da ist eins. Ein Junges. Ey, warte. Ah! Wo bist du denn hin? Drum hat es mich gewundert, dass ich da nie was bekommen habe. Ey. Alter, manche Leute sind so schnell weg. Das ist ja echt heftig. Vielleicht ist es doch besser, wenn ich immer alleine queste. Da kann mir wenigstens keiner davonlaufen oder irgendwo hängen bleiben. Aber gut. So, mein Addon hat mir jetzt wieder mitgeteilt, dass ich in keiner Gilde bin. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Ich hätte ein Junges gehabt. Ein junges Kroko. Pyrophorerz. Das erinnert mich gerade irgendwie an Styropor. Ich darf nicht zu weit vor den Priester. Ich laufe zum Sumpfhütter da. Was? Da ist auch noch welche. Ja, hier auch. Wie wäre es, wenn wir jetzt einfach nur hier lang laufen? Hier haben wir nämlich auch noch jede Menge. So, da drüben ist ein Kroki. Und da ist ein Kroki. Und eigentlich sollte ich jetzt am besten auf meinen Schurken wechseln, weil der braucht die auch noch. Wurscht. Mein Schurken, der will ich privat. Sonst komme ich hier nämlich ganz durcheinander. So, brauche ich da? Ah, okay, die brauche ich. Aber die kriegt er dann auch noch nachher. Falls ich überhaupt dann noch so lange online bin, falls wir überhaupt so schnell sind. Ich glaube nämlich fast nicht. Ich befürchte ja fast nicht. So. Einfach mal weiter. Wenn du jetzt noch ein bisschen weiter weg gehst, dann kriegt er dich gar nicht. Aber das scheint dir wurscht zu sein. Kunstloser Feuerstein. Okay, also hier haben wir jede Menge junge Krokis. Ah, da auch. Au. Zauberstäbe Level 100. Auf wie viel kommen wir denn jetzt eigentlich schon? 105. Ja, ich muss ein bisschen Mana sparen. Und damit wir hier weitermachen können und nicht ganz so viel Zeit verlieren, bin ich voll dafür, dass du eigentlich auch mal stehen bleibst und hier hinten nachguckst. Hallo? Ich habe doch hier auch noch so einen Kroki. Thank you.
So, jetzt muss ich dann sicher bald recken. So, einmal. Rind. Was war das denn jetzt gerade? Ah, genau. Ich glaube, der Zwerg hat ja so eine Fähigkeit, mit der er sich zusätzlich noch heilen kann, gell? Genau, irgendwas war da. So, schwere Rüstung, Ausdauer, Level 15. Eigentlich? Nee, den Käse braucht er ja selber nicht eigentlich. Zwergenmild. Zwergenmild. So, wo haben wir denn hier noch einen Kroki? Kroki. Da. Ein Kroki. Ich habe mir vorher mal gedacht, ey, wer spielt denn da einen Blutelfen? Ich dachte, das geht nicht. Ja, tatsächlich ist ein Mensch vorbeigerannt und er hat auf die Entfernung ausgesehen wie so ein Blutelf. Ah, das hat auch so vom Laufstil irgendwie ausgesehen. Wobei ich sagen muss, dass ich die Laufstile noch nie eine Haut noch. Okay. So, wobei ich ehrlich gesagt noch nie die Laufstile der einzelnen Rassen überhaupt verglichen hätte. Boah. Ich bin heute den ganzen Tag schon so müde. Aber erst zum Hüter. Achso, zu dem komischen Baum da. Baum, 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 Baum. Naja, außer das Ding rennt uns vor die Füße, gell? So, ist kaputt gegangen. Wir haben zartes Krokiliskenfleisch. Kann ich das überhaupt verwenden? Nee, gell? Ich bin ja noch weiter hinten. Mit Azumi habe ich mich jetzt ein bisschen dran gesetzt und habe hier Kochkunst ein bisschen erlernt. Also geskillt. Aber noch nicht wirklich weit. Also weit bin ich nicht gekommen. Ich habe bis Level 65. Ja, das kann ich noch lassen. So, hoppala. Ah. Falsche Taste. Ich muss mir die Ding irgendwie, die Fähigkeiten umsetzen. Ja, sehr schön. Hüter. Das dachte ich. Ach nee, der ist da drüben, ja. Passt schon. Passt schon, passt schon. Na gut, also hier habe ich jetzt in diesen Folgen natürlich ein bisschen Wiederholung für euch, mehr oder weniger. Aber für den habe ich ja eigentlich auch noch, ja. Da kriege ich jetzt erstmal die erste Quest und dann nachher die zweite Quest, die ich jetzt dann auch habe. Momentan. Das heißt, kurzum, ich werde heute mehr als geplant mit Piccolina aufnehmen. Ah, wieso?
So, was brauchst du jetzt so lange? Ich dachte, du brauchst, du kennst die Dinger hier fast nahezu auswendig. Also zumindest so, wie du schreibst, schon. Gamberla oder Gamberia. Ist es ein I oder ein L? Get easy. Okay, so, lass uns den Schlamm machen und dann Gnoll. Dann Flossen, dann zurück und dann sind wir auf einem Stand. Aha. ich laufe einfach mal hinterher. Bah! Oder mit. So. Schlamm machen. Welchen Schlamm? Ich kann mich an den Schlamm gar nicht mehr erinnern. K. So, hast du noch Int? Hier. Hoppala. Eigentlich wollte ich dich buffen. Da haben wir noch ein Kroki. Also mir wird das schon angezeigt, dass so ein Quest aktiv ist. Aber mir wird nicht angezeigt, bei wem sie so aktiv ist und wie viel da gemacht werden muss und so. Ah, die brauchen wir wahrscheinlich nicht. Die brauchst du nicht. Die brauche ich. Nur mal so zur Info. Du brauchst hier eigentlich. Wah! Wollstoff! Oh, ich liebe Wollstoff! Ich brauche Wollstoff, viel mehr Wollstoff. So, wir brauchen hier genau Bastard. Da können wir jetzt auch, glaube ich, so ziemlich die ganze Gruppe machen und müssen nicht so blöd rundherum laufen. Moorläufer. So. Also, das ist noch nicht ganz. Oje. So, dann wollen wir mal das Schaf hier machen. Du kommst hier nicht weit. Guckst du? Kommst du nicht weit? Wollstoff. Ich liebe Wollstoff. Ich mag ganz viel Wollstoff haben. Siehst du, ich habe das wirklich hier umgedreht. Das ist immer so verwirrend bei meinem Schurken. Wenn es auf der anderen Seite andersrum eingetragen ist oder aufgestellt ist. So, warte mal. Bastard. Kommst du her? Ich will Wollstoff haben. Ah, jetzt habe ich wieder abgebrochen. So, brauchen wir die Slimer auch? Hat er jetzt gesagt, aber da wird nichts angezeigt. Aber er greift den an. Also wird er den brauchen. Ich weiß noch nicht mehr, für was hat er den denn nochmal gebraucht? Ich weiß es echt nicht mehr.
Ich weiß es absolut nicht mehr, wofür wir die Slimer gebraucht haben. So, Wollstoff. Bevor du dich jetzt wieder nachdrehst, greife ich dich natürlich an. Aber ich brauche die anderen auch. Welche braucht hat man? Ich weiß nicht mehr, was wir da noch gebraucht haben, aber ich glaube die Knolle. Bastard und Knolle? War das das? Ja. Stapfende Pfoten. Oh oh. Das irgendwie. Ah, oder auch nicht. Okay. So war das nicht geplant. Ich K? Was ich K? Ah. Naja. Reds kommt. Annehmen, dann brauchen wir... Also das ist praktisch. Das ist sehr praktisch. So, warte mal, jetzt müssen wir uns hier recken. Die wirst doch selbst brauchen. Was schreiben? Was schreiben? Ah, okay. Okay, danke. Ich bin eigentlich auch, ich habe keine Ahnung, was ich bin. Bin ich ein Twink? Ja, ich bin vieles und nichts. So. Ja, wie gesagt, das ist hier halt alles nicht so geplant oder so gedacht. Oder nein, eigentlich von mir. Von mir ist es mal so, wie es jetzt gerade läuft, nicht unbedingt geplant gewesen. Absolut gar nicht. Aber was willst du machen? Was willst du machen? So. Munifaser. So. Aber der muss doch dann bald mal die ganzen Bastarde haben, oder? Oder war das ein Nebelwirker, der gebraucht hat? Nee. Waren sie nicht. So. So, warte.
So. Okay, der ist umgefallen. Der ist auch umgefallen. Ja, gell? Danke. Also es ist... Vier Mobs. Ist doch irgendwie ein bisschen heftig. Heftiger als gedacht. Bist du deppert? Okay. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Aber wir haben es geschafft. Man könnte ja fast sagen, hier mit Munifaser durch dick und dünn, gell? Okay. Na gut, ich werde jetzt dann aber erstmal einen Cut machen. Wir sehen uns dann in einer nächsten Folge. Und ja, bis dahin sage ich erstmal ciao, ciao. Noch einen schönen Abend und schön, dass ihr wieder dabei wart. Baba.